Flevelüd. Ich verfolge nun Ulzburg über 80 Jahre. Da ist manches Unangenehme passiert und da ist auch viel, viel Schönes passiert. Aber was für Ordnung passiert, das kann konkurrieren. Das wollte ich mal sehen. Ich will heute vertellen von zwei Leuten. Von Hermann Kühl, das wäre mein Großvater, und von Adolf Schröder, das wäre der Höker bei der Aral-Tankstelle. Heute in der schäbige Hus, das wäre damals wunderbar in Ordnung. Und von den beiden Leuten will ich vertellen. Zuerst von Hermann Kühl. Er hat hier in Ulzburg Opi Kühl, weil er überall zu finden wäre. Er wäre Postbote, er wäre Gemeindediener, er wäre hier Herr auf dem Bäckersbach, die Kuhl, die damals da wäre, wo wir Bord haben, da wäre er der Chef. Er hat Opi Kühl. Und sein tüchtigsten Mitarbeiter wären Lora, das wären Papagei, und Heini, das wären Ob. Die hatte Bürgermeister Petersen in so einem extra Stall ins Bad und die verziehen hier den Bäckersbad. Ich wäre sein besten Freund und die beiden hätten viel zusammengebracht. Und darum hätte ich auch Opi Kühl mit Süßjahr schon. Ich wäre die Lütte Opi und hey, die richtige Opi. Em ging das finanziell nicht besonders gut. Hey, kam recht, denn sin Rente, das wäre nicht doll, aber sin Fru wäre eine ganz tüchtige Schneiderin. Sie wäre bekannt und die Haar fehlte dumm. Man käme also finanziell zurecht. Aber das Schmöken, das wäre unheimlich. He schmök, was he krieg. Und he füll ob den Nies, als Willi Bade, das wäre der Gärtner, em beschäftigen de. Und dann sagt de, du Hermann, hier seid de Tabak. Das wären ja so 2 Meter hohe Planken. Und du hast die Bläder all dolholt und jetzt do die Stängel dort. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Du ritzt die Stängel gut und schmitzt sie weg, die kommt auf den Kompost. Oder du nimmst die Stängel für den Bedarf. Und dann muckst du dann auf eigene Kosten nur 4 um. Und mein Großvater wird diese Stängel gut reden. Und dann hätte ich den Stängel mit Biel 2 kloppt. Bum, bum, bum. Und hätte ich schmückt. Und das bekäme nicht gut, denn er kriegt eine Nervenentzündung, so dass ihm keiner antworten konnte. 4 Wochen ob Leben und Tod. Ja, und dann käme schneller der Tod, das wäre ein Heilpraktiker gut. Gut. Ja. Und die kamen dort hoch und mein Großvater hat ein Föhr, das Taxifahrer, und weil die beiden so gut miteinander zurechtkommen konnten, schnelle hat viele Freundinnen im Land. Und Großvater hat ihn rumgeführt und hat kein Mensch was davon erzählt, so stünden die beiden sich gut. Und wie schnell er in die Tür kommt, da sagte, du Hermann, jetzt komm mal hoch, was machst du für einen Quatsch? Und ich denke, schnell ist verrückt. Denn, ja, so schlimm wäre das mit dem Großvater. Und hier kriege ich den Opa wirklich im Bett. Und von dem Moment an ging das gut. Und er dreht durch, sagte, so, jetzt möchte ich mal endlich für deine Zigarre schmücken. Ja, so ging das gut. So. Ich wäre inzwischen Student in Kiel und wenn ich nach Hus führen, der hier nach Ulzburg,
den lebe ich von der Holtenauer Straße am Bornhof zu Fot. Und spor dort durch 3 Groschen. Wie weiß ja kaum jemand, was ein Groschen ist. Kein Pen, nicht? Also 3-mal kein Pen zurück. Und ich ging dann zu Emmy Briggs in die Wirtschaft und köp 3 Stumpen. Die kosten Groschen. Und die drückt mein Opa in 3 Stücke und hat 3-mal was in die Piep. Und nachher legen für die Tür neben Ritzdicken, die er braucht, um die Stumpen anzukriegen. Er freut sich über die 3 Stumpen, denn er hat 2 Tage lang nichts geschmückt und freut sich, dass er jetzt endlich was hat. So wäre die finanzielle Situation. Und jetzt kämen die beiden, Oma und Opa, auf die Idee, sie wollen nach Farve führen. Farve ist ein riesiges Gut in östlicher Holstein. Dort war Opa groß geworden, als jung. Und jetzt kam er mit sämtlich Jahren auf die Idee, er will sein Gut noch mal besuchen, er wäre wohl fertig und 50 Jahre nicht da ist. Die beiden, die hat dort gespurt. Sie hat 1 Jahr lang gespurt und hat sich 1 Jahr lang ganz doll auf den Fort freut. Dann hat sie sich eine Taxe genommen, Brüchmann hat damals, der Taxiunternehmer, und mit denen sind sie für nach Ostholstein. Hat zum Mittag eben einen Taxifahrer natürlich inlaut und sie hat fair belegt. Und die beiden hat sich 2 Jahre noch über diese Fortfreude immer wieder vertellt. Also, sie sind ungefähr 200 Kilometer vor und hat sich 3 Jahre freut. Jetzt habe ich mit Tante Anni, die wohnt in Lehrte. Und die Tante Anni, die kriegt das Reisen. Und jetzt vertellt sie mir ein Abend, sie hat das letzte Jahr 2000 Kilometer achter sich gebraucht. Mit Bahn und Flugzeug hat er immer abgeschrieben, das wären genau 2100 Kilometer, aber sie runden dann ab. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, welche Schwierigkeiten hat nun die Tante Anni? Guck mal, die hat 2000 Kilometer für. Oma und Opa sind 200 Kilometer für. 200, das ist ein Teintel. Und hat sich doch noch 3 Jahre freut. Das hält doch nun für Tante Anni mit der 2000 Kilometer. Ja, sie muss sich doch nicht Jahre freuen. Tja, das hätte sie nicht fertig gemacht. Sie wären das dritten an Jahr schon damit fertig. So hat man das dran. Da denke ich über die Stunden natürlich, wie wir hüten mit Geld umgehen. Und das ist mit Cent und Euro ja nicht wieder. Da fehlt das Wort Groschen. Als die Ostpreußen kämen, da hätten wir lernen müssen damals, die Flüchtlinge. Die sehen nämlich nicht Groschen, die sehen Dittje. Ja? Und so, aber heute ist das mit den Groschen ein bisschen schwieriger. Aber mir fällt das immer hin. So, das ist die Rednerei mit der Reiserei. Jetzt komme ich auf Adolf Schröder. Adolf Schröder, Bernd Kopmann, wie das sich gehören die, mit dem Dreistift achter Ohr, der hat so eine halbe Brille, und wenn er den Kopf so ein bisschen dafür nimmt, dann kriegt er über die Brille und kriegt die an. Und er füllt das Pfund Sold noch mit der Schüffel in die Tüte und kassiert dafür dort ein Pen. Dort ein Pen, für Pfund. Das ist und er verkauft ja nun nicht nur Haferflocken und Zucker und Sold, sondern er hat ja alles Mögliche. Großen Respekt habe ich für den Kautabak. Das wäre so ein Pott und der Fisch sehe immer diesen schmierigen Korn rot. Das wäre ja so fürchterlich, damit umzugehen, weil das so stinken würde. Und dann habe ich, was wesentlich wäre, unter die Dekan. Zum Beispiel Cockpit, Emma, Schüffeln, Forken, ja,
oben alle Stäbel. Ja. Und das habe ich alles und ich habe einen langen Stock und hole dann da von der Decke durch. Und jetzt habe ich auch Nachtwirt hängen. Und jetzt muss ich doch mal vertellen, wie deftig das damals tobe. Jetzt kommt die Frau von unserem Lehrer in den Norden. Ich gehe nur her und belebe denn das. Und die sagt, ich möchte gern Nachtwirt können. Und Adolf kriegt einen Bogen und sagt, für Drehmiegels oder für Fiefmiegels? Ja, sie nehmen für Fiefmiegels. Und jetzt hol ich den Nachtwirt durch, ja, habe ich richtig sie Köfte. Ja, so werde im Gang damals, das wäre die Handel. Adolf wäre ein ganz Leben. Ich habe immer einen im Sinn und jener Kunden, ich kann sich instellen auf den Kunden, kriegt man dann einen mit, was Lustiges oder auch mal einen Schnack mit. Und hey, wir nun mit meinem Großvater, Vater von Elfriede Schröder und Adolf Schröder, die kämen einmal am 11. Dezember zu meinem Großvater zum Kaffee trinken. Und das wäre für meine Oma die gewaltige Strapaze, denn sie wüsste immer nicht genau, was mit dem Kaffee trinken passiert. Und alle ein, zwei Jahre, mit Untersuchung alle Jahre, passiert Folgendes: Wenn man denn eine Tasse Kaffee getrunken hat, ein Stück Kuchen eben hat, ja, und so richtig in Schnack wäre, denn Frau Adolf, du Hermann, die Emma, die ist gestern in Henstedt zu Besuch, weißt du, wie Ernest Steenbock zum Besuch. Wie hörst du da denn gut, wenn du hier allein bist? Du bist das ja gar nicht gewohnt. Nee, sagt mein Großvater, das passiert nur zwei, dreimal in Lohr. Ja, warst du denn nicht bang allein hier, Luz? Und jetzt kriege ich Oma schon einen Kopf. Denn sie wüsste, was käme. Und dann sehe ich, Harold, ja, wie machst du das denn? Wie hörst du das gut? Ja, sagte, ich sitze dann erst hier oben, selten dann bin an meinen Volksempfängerin, aber da kriegst du ja auch nichts Vernünftiges zu hören. Und wenn mir das denn zu gruselig war, dann gehe ich unten in den Keller. Du weißt ja, den Keller, da habe ich die ohle Tür, bin die schwere Tür, und ich hefte extra die letzten vier Jahre nicht öbelt. Denn ich setze mir achter der Tür, ob den Schemel, das ist noch der ohle Schemel von meinem Schwiegervater, die wäre ja Schuster in Henstedt. Und die Schemel ist leider noch. Und ob diesen Schemel setze ich mir. Und weißt du, dann trecke ich die Tür so ganz langsam an und dann stöte ich sie wieder weg. Und wenn ich da zwei, drei Mal muckt habe, dann habe ich den Bogen gut. Dann quakt die Tür. Ganz merkwürdig. Du, und das ist genau der Ton, den mir immer umgebracht hat. Man hört natürlich schon, aber das passiert also alle ein, zwei Jahre mit Adolf Schröder und mit meinem Großvater. Ja, die Geschichte wurde gesprochen. Den Bürgermeister muss ich noch vertellen, dass er dort wie Adolf Schröder für die Dürre Agercreme gegeben hat. Den habe ich nicht mehr belebt, aber der Ohlen hat immer vertellt, dass die Isenbohrung zuerst auf das Stroh gelogen ist. Also richtig auf das Stroh. Und die Stiegung, das habe ich alle nicht belebt. Nee. Denn zu uns stieg, wäre der Damm achter über die Pinnau schon. Und die Isenbohrung für dort. Aber diese Stiegung, die der Hochkeit zu der Kirche von Adolf Schröder unten, die wäre so hoch, dass der Zug Not hat. Und wenn die nun wie Adolf Schröder
einen Pfund grüne Seekutten nehmen und die Schienen entschmieren mit grüne See, dann hat der Zug keine Chance mehr. Und da hat der Bürgermeister, für die Tiden, damit zu tun. Vielen Dank.